Sprechen bitte. So, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Gratulation, Trainer, zum Aufstieg ins Finale. Ich darf dich gleich bitten, ein kurzes Statement zum Spiel abzugeben. Ich denke, du bist mit dem Ergebnis zufrieden, in jedem Fall. Absolut bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Es ist ein Halbfinale gewesen. Ein Halbfinale tritt man immer an mit dem Ziel, natürlich ins Finale zu kommen. Es ist uns geglückt gegen einen wirklich sehr starken Gegner. Haben aber selbst da ein gutes Spiel gemacht, mal ausgenommen von den ersten 20 Minuten. Haben einfach heute wirklich versucht, sehr kompakt zu stehen. Wir haben gewusst, dass Altach extrem spielstark ist. Wir wollten das Spiel in die Breite einfach auch zulassen und haben dann versucht, die Mitte zu schließen und dann immer wieder vorne unsere drei schnellen Spitzen auf Reise zu schicken. Und genauso ist uns dann auch, haben wir das 1:0 gemacht von Patrick Wimmer, wirklich ein super Tor. Zweite Halbzeit, dann sind wir sehr, sehr passiv, waren zu passiv dann sogar. Dann mit dem Wechsel ist uns gelungen, wieder die Mitte mehr zu schließen. Danach waren dann auch wieder große Torchancen da. Da müssen wir einfach viel früher dann den Sacker zumachen. Und insgesamt bin ich wirklich glücklich und ein großes Kompliment an die Mannschaft, dass wir jetzt in den Finalspiel stehen. Dankeschön, Chris. Fragen bitte an den Trainer Peter Klöbel, Kronenzeitung beginnt. Chris, was kann man jetzt in den zwei Tagen machen, Donnerstag, Freitag? Viel länger Zeit ist ja nicht. Ja, wir sind ja in dem Rhythmus jetzt schon mehr als einen Monat drinnen. Ich muss auch sagen, jetzt war es das 11. Spiel in Reihe. Und für das war ein unglaubliches Tempo drinnen in dem Spiel von beiden Mannschaften. Und für uns gilt jetzt einfach wieder, top zu regenerieren, frisch machen und präzise auf das Spiel in daheim gegen Hartberg vorzubereiten. Und viel mehr kann man da nicht reinpacken in diese Tage. Eine Frage, umso länger das Spiel gedauert hat, habe das Gefühl gehabt, nicht Altach greift mehr an, sondern die Austria ist immer sicherer geworden. Für so ein Spiel auf Messerschneider eigentlich eher ungewöhnlich, oder? Es war ein K.O.-Spiel, man hat schon gemerkt, an unserer Anfangsphase, dann auch im Verwerten der Tormöglichkeiten, dass schon ein bisschen eine Nervenschlacht auch ist, so ein Duell, dass Druck auf uns lastet. Aber wie gesagt, nachdem wir dann auch wieder kompakter geworden sind, aggressiver gegen den Ball gearbeitet haben, haben wir dann diese Räume bekommen. Und sind dann einfach zu guten Torschancen gekommen und haben dann hinten aber auch nicht mehr wirklich viel zugelassen. Eine Frage habe ich zur Leistung von Florian Kleini. Der ist mir in der zweiten Halbzeit sehr positiv aufgefallen. Haben Sie das auch so gesehen? Ja, also mal insgesamt ist er ein Riesenvorbild für alle Spieler. Ist er wirklich ein Top-Profi, geht immer voran, ist er ein Spieler, der bis auf das Spiel jetzt gegen Mattersburg wirklich immer 90 Minuten am Platz gestanden ist. Und er hat heute auch, umso länger das Spiel gedauert hat, da ist die zweite Luft gekommen und er hat da immer wieder seine Impulse nach vorn gebracht, hat die starke Courage-Seite dort auch super, super geschlossen in der Defensive, also hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Dominikaner, Österreich. Helze, jetzt kommt Hartberg am Samstag. Wie schätzen Sie da die Ausgangsposition ein? Worauf kann man aufbauen und was muss sich aber verbessern? Ja, es ist wieder ein kompletter neues Spiel. Wir haben uns heute einen Plan zurechtgeschmiedet. Den, denke ich, haben wir über weite Strecken mit einer richtig guten Qualität umgesetzt. Und genauso wird es am Samstag auch wieder gefragt sein. Und wird auch wieder eine Spielanlage von Hartberg zu sein, auf die wir reagieren, aber auf der anderen Seite müssen wir agieren und unser Spiel dann, das was wir einfach auch mit Ball vorhaben, da durchbringen und mit umso besseren Qualität wird es dann auch einen Platz bringen, umso besser wird da die Chance auf ein Top-Ergebnis sein. Peter Klöbel, Kronenzeitung. Chris, auch noch zwei Fragen zu Hartberg. Erstens, ist es was für dich Besonderes, gegen einen Ex-Club, gerade gegen den Ex-Club, dieses Duell zu haben, und zweitens, ist es ein Vorteil, dass die eine Woche Pause haben, oder glaubst du, dass das Corona, was da jetzt bei denen war, wirkt sich anders aus? Ich fange mal beim Vorteil an, mit der Woche Pause. Sollte es ein Vorteil sein, dann haben sie sich diesen Vorteil auch verdient, weil sie haben es mit ihren Leistungen geschafft, in die Meistergruppe zu kommen, was uns nicht gelungen ist. Deshalb sind sie ja im Moment Fünfter und haben quasi dieses Europa League Ticket in ihren Händen und sie müssen es jetzt nochmal am Tisch legen. Von dem her sollen sie ruhig diesen Vorteil haben. Das haben sie sich verdient. Zum anderen, es ist mein Ex-Verein, war 6,5 Jahre dort, habe irrsinnig gute Erinnerungen an den Verein.
beobachte natürlich nach wie vor sehr gespannt, was sie machen und vor allem auch, was sie heuer über die gesamte Saison geleistet haben, ist wirklich, muss ich wirklich großen Respekt aussprechen, haben großartige Spiele gezeigt, auch jetzt in der Meisterrunde wieder vollstens überzeugt und ja, ich denke, braucht es auch richtig gute Leistungen, um die Hartberger dann zu biegen in den Finalspielen. Bitte, Kollege. Der Patrick Wimmer hat es gerade vorher im Interview gemeint, er wünscht sich, dass man gegen Hartberg ein bisschen mehr das Spiel übernimmt, noch mehr den Ball verlangt. Wird das das Ziel sein oder könnte es so ähnlich wie heute ausgehen? Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Es war einfach gegen Altach, glaube ich, hat das, glaube ich, sehr gut gepasst. Schwierig gegen sie mitzuspielen, weil sie einfach extrem ballsicher sind. Aber es ist jetzt keine Gefahr da, wenn sie jetzt nur in der Breite spielen, da sollen sie ruhig 70% Ballbesitz haben. Bei den Torschancen waren wir dann klar überlegen und von dem hat es heute sehr gut gepasst. Wir haben viel Geschwindigkeit gehabt da in die Spitze. Hartberg hat auch eine gewisse Charakteristik. Wir haben ja zweimal schon gegen sie gespielt, ein Testspiel gehabt vor kurzem. Also wir kennen die schon sehr, sehr genau und wir werden schon was am Platz bringen, das, wo Hartberg was zu knobeln hat dabei. Gut, alles beantwortet oder gibt es noch Fragen? Keine Fragen mehr. Wir machen am Freitag Pressekonferenz. Trainer, wann ist drin?